Moin Moin und herzlich willkommen zu Transport Weaver 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Asien-Projekt. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder Alpin-Projekt gesagt, aber das ist ja unser Stream-Projekt. Jetzt sind wir in unserem Asien-Projekt. Und heute schieben wir mal eine Special-Folge wieder ein, denn was mich immer wieder nebenbei nervt, ist dieses Stadion, dass das hier einfach alles so frei ist. Und heute machen wir deswegen mal einen Schönbau-Zeitraffer. Folge. Das heißt, wer sich jetzt nicht so für einzelne Bauelemente interessiert, sondern dann eher später für, ja, wir setzen neue Züge ein und sowas, für den ist die heutige Folge dann vielleicht eher nichts. Wir sehen uns nachher auf jeden Fall am Ende nochmal wieder, gucken uns das an. Dann könnt ihr auch ans Ende skippen oder halt beim nächsten Mal wieder einschalten. Wie gesagt, wir machen heute hier eine Schönbaufolge und füllen, oder wir versuchen es, ob wir den ganzen Bereich schon füllen können, sei mal dahingestellt, aber eher so den inneren Zirkel, das würde ich gerne so ein bisschen versuchen, schön zu füllen, schön zu machen. Und ich bin gespannt, ob wir das heute in diesem Zeitraffer hinbekommen werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich weiß auch noch nicht so genau, was wir setzen. Ich werde gleich mal so ein bisschen die Gebäude durchschauen. Wir sind ja jetzt mittlerweile relativ weit, sodass wir da einiges haben werden. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hinbekommen. Eventuell, wenn ich hier Straßen oder Bahn anpasse, das gehört dann halt einfach dazu. Aber das werdet ihr ja dann, wenn, sehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen damit einfach an. Ihr kriegt ein bisschen Musik, ein bisschen Zeitraffer und am Ende, wie gesagt, sehen wir uns nochmal wieder und gucken uns das Ganze ein bisschen an. Viel Spaß! Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch.
Fuck.
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. So, damit sind wir erstmal so weit durch. Der fährt das hoch und runter. Das finde ich richtig cool. Zack. Haben wir da jetzt nicht noch ein Aber? Eigentlich sind wir durch, ne? Aber jetzt wollte ich noch mal gucken, ob wir hier nicht einen Mitarbeiter haben. Den wir damit hinstellen können. Postboten vielleicht? Ja, guck mal. Der fährt hier die Dingens runter. Zack. Und kümmert sich um die Postpakete. Das ist ja wohl der Hammer. Ich kann den sogar im Nachhinein noch konfigurieren eigentlich. Zack, zack, zack. Huch und zu und geil. Okay, Leute. Schönbau erstmal abgeschlossen, sonst wird das Ganze zu lang. Man braucht immer ewig, ihr kennt das. Und ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir können ja mal kurz gucken. Ihr habt natürlich auch zum Teil gesehen, aber vielleicht sind ja jetzt einige auch einfach zum Ende geskippt. Ihr könnt mir mal sagen, was wir hier noch hinmachen sollen oder was für Mods ihr noch kennt, mit dem wir vielleicht hier so die Stadt noch ein bisschen füllen können. Weil ich bin hier hinten noch ein bisschen überfragt, deswegen habe ich das hier leer gelassen. Ich weiß nicht so genau, wie wir das bauen sollen. Ich kann es mir so schlecht vorstellen. Hier sind auf jeden Fall so ein paar Wohngebäude noch entstanden, wo die Bahn entlang geht. Deswegen hier auch noch diese Schallschutzwand und so. Dann ist hier so ein kleines Fest, so ein kleiner Markt irgendwie, wo die Feuerwehr auch passt. Hier sind noch so zwei Feuerwehrfahrzeuge ausgestellt und dann sind hier auch schon Leute unterwegs. Überall mal so ein paar Parkplätze sind entstanden. Das füllt die Flächen immer ganz schön auf, finde ich. Ein paar große Häuser. Wichtig ist natürlich auch wieder der Blick vom Weiten. Das sieht, finde ich, schon gar nicht so schlecht aus. Auch mit der Brücke dann hier rüber, das passt alles schon ganz gut. Dann haben wir hier natürlich unser Stadion, wo irgendwie so ein Konzert oder sowas stattfinden soll. Ich bin am überlegen, ob wir hier das Dingens reinkriegen. Da müsste man allerdings erstmal schauen, ob man das als... Hier, wartet mal. Hier. Nee, das hier. Dass man das da reinsetzt irgendwie, sozusagen als Festival, dann könnte man hier irgendwie so ein kleines Festivalgelände noch mit drumherum machen, dass die in dem Stadion irgendwie auftreten. Auf jeden Fall hier deswegen diese ganzen LKWs mit dem Equipment dafür, DHL als Partner sozusagen. Dann hier natürlich noch ein großer Parkplatz fürs Stadion. Dann hier, richtig cool, die Fahrzeuge finde ich ja mega geil. Die Feuerwehr, die gerade ausrückt. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Einsatz bauen können. Auf jeden Fall sehen die mega cool aus. Ah, die rücken geradeaus hier zu einem Einsatz. Wir können auch mal gucken, wir haben auch fahrbare Feuerwehrfahrzeuge. Ob wir vielleicht so eine Fake-Linie machen, wo die rumfahren und dass wir dann vielleicht ja, irgendwo einen Einsatzort hinkriegen. Und dann ist hier halt noch so eine Straße durch. Ich weiß, da müssen wir mal gucken, hier, die geht jetzt eigentlich hier rum. Das ist mir erst später aufgefallen, da müssen wir mal schauen, wie wir das anschließen. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr noch sehen wollt, was wir wie vielleicht bauen können. Gerade in dem Bereich, hiermit bin ich eigentlich schon so zufrieden. Ich will jetzt nicht ins kleinste Detail gehen und jetzt hier noch 5000 Sachen draufstellen. Ja, es ist in Transport Viva ja eher so, dass du dann halt auf die Straßen und so bezogen sowas zum Beispiel anguckst und dann der Hintergrund ganz cool sein soll. Ja, und das ist er in dem Fall. Und wie ich finde, sieht das auch sehr, sehr cool aus. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier jedes Detail nachbilden, weil wir uns das jetzt so anschauen wollen. Aber da könnt ihr mir mal helfen, was wir da machen wollen. Wir haben jetzt den ganzen Bereich noch nicht gefüllt, aber wir haben auch nicht so viel Zeit dafür. Das soll ja auch alles in einen Zeitraffer reinpassen. Und beim nächsten Mal geht es erstmal wieder mit normalen Sachen weiter. Ich hoffe, euch hat es trotz des Zeitraffers gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bis dann, euer Konzert. Bye, bye.